Die Schule hat angefangen. Die Schule hat angefangen. Alles ist eine Mensch. Die Schule hat angefangen. Herzlich willkommen in unserem Team. Heute mit uns bei Le Jules als der erste Zuschauerkandidat. Hoffen wir, dass er lange lebt. Ihr kennt doch sicherlich die Aussage, wenn man lächelt, dann hört man das auch am Telefon. Und egal, ob man mit Facecam streamt oder ohne, wie eine Menses. Don't clip that. Ich muss wie eine Menses werden. So ein Typ, der immer so nett aussieht und so. Eigentlich ein geiler Boy. Aber so, ich sag mal... Liebling, kümmere dich doch bitte immer so mit aus den Augenwinkeln nur lacht und so. Also er sieht schon schnuckig aus so, ne? Er macht es auch richtig geil, finde ich. Aber so dezent halt. So ein dezenter, kompetenter Typ einfach, ja? Ja, nein, der Jules ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Typ. Ich habe es vorhin schon zu ihm gesagt, ich finde es einfach geil, wenn du dem einfach eine Frage stellst, dann kriegst du einfach eine Antwort. Ohne drumherum Palaver. Und deswegen finde ich ihn einfach sympathisch. Und er nimmt sich halt immer Zeit, einen zu helfen. Das finde ich halt auch cool. Guckt euch das an. Warte mal. Heute wieder Leuten WoW erklären. Gar keinen Bock. Außer Jules natürlich. Das ist halt eine Nervbacke. Aber ich glaube, der ist prinzipiell auch ein ganz sympathischer Kerl, der unser Jules, ne? Bloß, der macht mich halt immer so fertig, ne? Der ist halt, Er ist halt einfach sehr streng. Er ist halt direkt. Was soll man sagen? Ne? Jules ist einfach ein direkter Typ, ne? Er ist ein korrekter, direkter Typ. Sag mal, weißt du ein Gunner, wie das funktioniert mit den Kanonen? So, nur mal so nebenbei. Warum? Ja, weil der irgendwie nur Scheiße macht damit. Ich bin der Gunner! Was? Yeah! Du hast es falsch rum gemacht! Und der Demensis kann keine Eins schreiben! Du bist doch. Das kann ja nicht wahr sein! Was will mir der Kollege sagen? Hä? Was will mir der Kollege sagen? Der Demensis, ey, Demensis. Ist auch eine Pfeife. Jules ist halt so ein Drama-Boy, ne? Der hat gern so ein bisschen Drama, hab ich das Gefühl. Könnte jetzt eigentlich bei Hexin lästern, ne? Die ist gar nicht da. Die Art-Community sind halt alles komische Leute. Hey, sag mal, wollen die mich verarschen? Das ist Jules. Das ist Jules. Liefern und dann bin ich auch nett zu dir, ne? Aber du musst liefern, ansonsten bist du raus. Jetzt hast du mit Nuke 2 angefangen. Wer fängt denn mit 2 an? Wer fängt mit 2 an, wenn es eine 1 gibt? Ich flipp aus, ey. Ich hab ihn nicht getroffen, kein Ding. Okay. Ja, es ist auch ein kleiner Fisch. Ich finde das auch ein bisschen krass. Nein. Wow, das ist aber unhöflich. Ich hab das Portal weggenommen. Ja, oh, das ist aber doof, ey. Geh kacken, Junge. Jules ist eine Maschine. Bloß da hinten killen. Das habe ich verstanden, aber jetzt, was jetzt kommt, habe ich nichts verstanden. Arm Phoenix Colvin, bitte. Ich hab nichts verstanden. Ah, Phoenix Colvin, the blood. Ja, das aber, das danach, das Arm Phoenix Colvin. Okay. Arm Phoenix Colvin, bitte. Ich hab nichts verstanden. Arm Phoenix Colvin, what the fuck is that? Ich hab ein fucking Alien im Team, ich hab ein scheiß Alien im Team, ich hab ein fucking Alien im Team, what the fuck is das? Oh mein Gott, ey. Wie kann man die Aliens besiegen, wenn ihr keine Nuke machen würdet? Ey. Ich flippe aus, ey. Olle! Darf Schmelz auch gerne den ersten Platz wieder einnehmen. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich glaube einfach, dass sein Verlobter Schmelz, also Jules ist ja mit Schmelz verlobt, für die, die das noch nicht wissen. Alles Gute zur Verlobung. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Ich war am Telefon mit einem Kumpel und der Chat ist ausgerastet und seitdem bin ich mit dem jetzt verlobt, ey. Ich vermute, dass der einfach ein bisschen eifersüchtig ist.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde Kliska auch einfach geil, ey. Ich glaube, dass das eher daher rührt. Aber, Schmelz, du kannst da ganz beruhigt sein. Ich werde ihn dir nicht klauen. Ich bin ganz glücklich mit meiner Frau tatsächlich. Ich glaube, das erklärt die Situation. Das könnte sich. Also, ne. Was ist das für eine Generation, ey? Steh wenigstens dazu, ey. Aber Jules, ist natürlich gar kein Problem. Wenn du dich gesimpt fühlst von mir, ja, was auch immer das dann genau bedeutet, dann können wir das natürlich unterlassen. Ne? Ich will das, ich will diesen Eindruck natürlich nicht erwecken. Ich weiß auch nicht. Sorry. Ja, das ist Spanisch. So sieht ein Spanier aus. So sieht ein Spanier aus, Jules. Also das, also ich würde dich so nehmen. Ich sag's mal so, ich sehe auch geil aus. Also. Jetzt will er mich rausfordern, ja? Ich hab den kleinen. Nee. Nee. Lass mal einfach. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht, schlaft und träumt was Süßes. Haut ab von meinem Channel, ihr Penners, ey. Tschö!